Ja, und damit willkommen in der Folge nach der Fortuna-Folge. Zurück bei The Witcher. Das letzte Mal haben wir ja ziemlich abgeräumt, indem wir Quests erfüllt haben, von denen ich nicht mal wusste, dass wir die haben. Und indem wir erfolgreich gegen Odo im Würfelpoker gewonnen haben. So, wir werden uns jetzt erstmal auf unseren Lorbeeren ein bisschen ausruhen und unsere schönen Quests abgeben gehen. So. Und zwar, was machen wir zuerst? Wir brauchten für den guten Kalkstein die Ghoul-Gehirne. Die haben wir jetzt gesammelt zum Glück. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal zurück zu Kalkstein und danach zu Mikul, damit wir... Oder? Was ist denn näher? Machen wir es einfach so. Ja, okay. Ich glaube, von Mikul aus müssen wir sowieso zurück. Ich weiß nicht genau, was quasi triggert, dass wir weiterkommen. Entweder die Geschichte mit dem Geweihten, dass wir quasi diesen Passierschein kriegen, oder die Geschichte mit der Hexe. Also der Quasi-Hexe. Ich glaube nicht, dass explizit von ihr gesagt wird, dass sie eine Hexe ist, und dass sie allgemein in den Mittelalter-Settings eher so, dass quasi alle, die ein bisschen Wissen haben, ein bisschen übermächtig, also übermächtig in Anführungszeichen, ein bisschen mehr Wissen haben als die anderen, die sind dann automatisch irgendwie Hexen oder irgendwie was Verfluchtes. Stehen da mehr Leute? Wir sehen es schon an den Namen der guten Leute. Das ist ein Salamandralack ein. Das scheint ein bisschen kriegerisch zu werden. Lasst mich! Meine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben! Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Wohl kaum. Tja. Ich muss sagen, manchmal könnte der gute Geralt auch ein bisschen mehr Emotionen zeigen. Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Ich bin unschuldig! Okay, ich glaube, das wird jetzt ein nicht so ganz leichter Kampf. Zum Glück ist diese... Oder ist die Flammenwand da? Ja, doch, man sieht schon an dem Licht, da wird gleich Feuer spawnen. Und ich mag wirklich diese kurzen Pausen, die man dank dem Pause-Button machen kann. Okay, wir wechseln dann direkt auf den... Wir ziehen erstmal unser Schwert, Geralt. Wir ziehen unser Schwert, Geralt. Geralt, danke. Okay. In den Kampf, erstmal Gruppenkampf zu, und die haben echt keine Chance gegen uns. Problematisch wird der Zauberer werden, wie Zauberer nun mal so sind. Wir haben den guten Mikul an unserer Seite, das ist auch nicht schlecht. Ja, und da fallen schon die ersten. Temerische Stahlschwerter benötigen dann trotzdem noch irgendjemand, der sie auch führen kann. So, ich glaube, schneller Kampf ist hier das Richtige. Wir brennen. Unschön, unschön, aber... Ah, okay, gut, der Magier ist noch am Leben. Aber nicht mehr lange. Der gute wird... Komm! Geralt! Mach mal. Danke. Gut. Jau, das lief gut. Habt Dank, Hexer! Ihr habt mich gerettet! Und mein Labor, meine Destillierkolben, meine Schätze! Jederzeit. Kein Ding. Bist du hoffentlich noch da, Kalkstein? Bitte sei noch da, Kalkstein. Nicht, dass ich jetzt weiß nicht... nur zu gut, worauf sie aus sind. Nein. Wir sind jetzt nicht... Wir haben jetzt nicht das um Gebiet gewechselt. Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt. Fast. Fast macht einen großen Unterschied. Wahre Worte. Ich hoffe, wir sind jetzt immer noch in den Außenbezirken von Visima. Wäre ich bei Vesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Das Sie ist interessant. Kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Ich hätte meine Brillen von Anfang an bei Vielmann gekauft. Nein, okay, interessant hier. Ich mag das. Das mag ich vor allem an den The Witcher Games, diese quasi Nicht-Linearität, dass man... Dass die Entscheidungen wirklich was ausmachen. Ich weiß leider nicht, was ansonsten passiert wäre, weil ich letztes Mal auch das so gemacht habe. Ja, nee. Nö. Nein. Nein. Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Nee, eben nicht. Kalkstein, bleib hier. Nein! Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen.
Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Nein, geh nicht in die Stadt. Nein. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Okay, das möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß, ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Schön, aber jetzt erstmal mit Kalkstein. Ich darf nicht hinein? Bestimmt hat der Erfinderclub von Ochsenfurt sie bestochen. Was führt euch hierher? Der Vertrag. Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Unmass. Ganz ruhig. Erst die Bezahlung. Ich brauche das Blut für meine Forschungen. So. Wie kann er's wagen, uns senile alte Männer zu nennen? Ich werde mich schriftlich beschweren. Klingt gut, wir haben alles. Dann Mikul. Aha. Stimmt, mit dem können wir auch spielen. Ich fand diese seltsamen Würfel. Zwergenhandwerk. Keine Ahnung, was die Leute reden, aber ich spiele schon lang nicht mehr, ich schwöre! Ganz ruhig, Mikul. Ich frag ja nur. Der Geistliche kann bestätigen, dass ich meine Würfel verbrannt und der Teufelei abgeschworen habe. Redet mit dem Zwerg so... Ja, wir haben schon mal mit dir geredet. So, so. Ihr habt also eure Würfel verbrannt. Ich glaube, ihr lügt. Das würde ich niemals wagen. Reckt euch ab. Ich spiele auch. Soltan hat mir davon erzählt. Mann, ihr habt mich echt kalt erwischt. Kommt mal auf ein Spiel vorbei. Ist langweilig, den ganzen Tag hier zu stehen. Ich schau mal vorbei. Aha. Vorher aber... Ja gut, das machen wir. Die Ghule in der Gruft sind erledigt. Gruft? Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Hey. Ha, die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen. Eine der Wände einreißen. Ich fand den Leichnam einer jungen Frau im Inneren. Die Ghule wollten sie holen. Junge Frau? Nein. Das darf nicht wahr sein. Meine Ilsa? Ich liebte sie so sehr. Ihren Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein, nein, nein! Das war diese abscheuliche Hexe! Diese Teufelsnutte hat meine Ilsa vergiftet! Nein! Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt alles über die Salamandra wissen. Die haben Pässe, oh ja. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick, ihr bringt schlechte Kunde. Hinfort! Vergesst nicht, dem Geistlichen zu sagen, dass ich diese Ghule erledigt habe. Lebt wohl. Kann man jetzt noch mit dir spielen? Ilsa! Och nö. Meine Liebste. Och nö, nö. Ich bin müde. Ich will mit dir Ilsa! Meine Liebste. Ja, würde ich gerne, aber... Okay, gut, dass ich vorher gespeichert habe, scheinbar. Ja, okay. Müssen wir uns wieder durch die Dialoge klicken. Eigentlich wollte ich quicksaven, damit wir nicht irgendwie hier unsere Millionen verlieren, die wir nicht haben. Puh, aber jetzt muss ich dann nochmal durch die Dialoge durch. Hey, weil er dann nach seiner Ilsa nachtraut. Das heißt, wir besiegen ihn jetzt im Würfelpoker und erzählen ihm dann, dass seine Freundin gestorben ist. Oh ja. Ich kann... Der Geist... Blablabla. So, so. Jetzt machen wir den Quicksave. Besiegen ihn kurz im Würfelpoker, was wahrscheinlich den Rest der Folge dauern wird. Ja, wir starten hier wieder mit Unmengen an Geld. Komm, das wird doch was. Ja, zwei, ja, okay, ein paar. Was hat er denn? Gestapelte Würfel, das zählt nicht. Auch ein paar. Und das ist höher, gut. Wir gehen wieder mal voll auf die, aufs Geld. Oh, fuck. Okay, das können wir vergessen. Ja, zwei Paare. Ja, okay, vielleicht haben wir noch eine Chance. Vielleicht läuft alles gut, man...
darf auch nicht so schnell klicken. Es gibt sehr wenige Sachen, die man in dem Spiel falsch machen kann. Das, was ich gerade gezeigt habe, gehört dazu. Keine Ungeduld zeigen. Okay, zwei Paare, wir haben drei gleiche. Das ist Höhe, ne? Wenn ich mich nicht komplett irren sollte. Okay. Jetzt würfeln wir aber auch mal nach hier. Und, ja, nee. Keine 6, keine 6, keine 6. Ja, gewonnen. Gut. Eventuell wird das hier sogar mal was beim ersten Versuch. Und wir haben, ja, zwei Paare. Das ist, also unsere Würfel sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und der gute Mikul hat nur ein Paar. Das ist nicht gut, mein Freund, für dich. Und wir werfen die 3 nochmal in der Hoffnung, eine 1 oder 5 zu kriegen. Und wir kriegen eine 1, ja. Tja, Mikul, ein Drilling und ein Zwilling, was willst du da machen? Tja, scheiße. Gut, damit haben wir, denke ich mal, das gesamte Umland hier abgegrast. Kann sein, ich glaube, in der Kneipe ist aber noch einer, der mit uns spielen wollen würde. Sprechen wir aber erstmal mit dem guten Mikul über Gruftkuhle. Tut mir leid, über deine... Tut mir leid um deine Elsa. So, Kalkstein hat auch nichts Neues. Dieser Sprung in der Kamera ist irgendwie interessant. Und, dann würde ich sagen, sammeln wir erstmal die Überreste hier auch ein von den Salamandra-Brosche. Ich glaube, die können wir irgendwo abgeben. Wir kriegen Geld dafür. Ich hoffe es einfach mal. Werden die gestapelt irgendwie? Ja, werden sie gut. Wir nehmen einfach mal das mit. Wir haben irgendwie chronisch zu wenig Inventarplatz. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwie sowas wie einen Rucksack kriegen kann, durch den man dann mehr tragen kann. Ich glaube nicht. Was jetzt nicht unbedingt so schön ist. Okay, wo geht's denn als nächstes hin? Was haben wir denn sonst noch für Verträge offen? Ja, wir haben genau mit dem Geistlichen, Berengas, noch eine Stadt, Grundlagen, Faustkampf. Ja, ist die Frage, wo müssen wir hin? Also eine der beiden Geschichten wird die Story weiterlaufen lassen. Entweder das mit der weißen Myrte oder der Geistliche. Ich glaube, dass wir zuerst zum Geistlichen wollen, doch, ja. Ja, wir wollen zuerst zum Geistlichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Es ist teilweise ziemlich schwer zu beurteilen. Gut. Hier runter, genau. Können wir eigentlich hier durch? Nein, schade. Also wir können uns durch Gegnerhorden schnetzeln, aber diese Büsche da, die sind dann doch zu viel. Mal wieder am altbekannten Fluss lang, diesmal ohne Ertrunkene, was ganz schön ist. Bisschen ein paar Pflanzen mitnehmen, damit wir auch in Zukunft unsere Schwalben und unsere Katzen herstellen können. Die Schurken hier sind so freundlich. Um es nicht anzugreifen, was ganz schön ist. Es gibt in dem Spiel hier, sind das Schwäne oder Enten? Eher Enten, oder? Nee, Schwäne. Cool, wusste ich nicht. Okay. Budenbesitzer. Auch eher uninteressant. Ja, vor allem nach längeren Aufnahmepausen ist man da, was das Kommentar angeht, teilweise etwas... Sollte ich mich sputen? Einsilbig. Okay, gut. Hallo, Geistlicher. Sprecht. Odos und Harens Ungeheuer existieren nicht mehr. Für Mikul habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Vielleicht könnt ihr die Salamandra ja doch besiegen. Dafür muss ich erst die Lage ihres Verstecks kennen. Ich werde nichts sagen, bis ihr die Bestie vernichtet habt, Hexer. Das ist meine Bedingung. Adieu. Arg. Hast du irgendwas fallen lassen? Nee, okay. Ja, okay, das... Sprech. Ich weiß jetzt nicht mal, ob es irgendwas gebracht hätte. Wahrscheinlich hätten wir diesen Dialog gar nicht führen müssen. Aber ich meine, ich bin jetzt zwar auf keinen so 100% mäßigen, wir wollen alles erfahren wollen, was auch gar nicht geht, wenn das, weil das Spiel nicht linear ist, aber so ein paar Geschichten kann man ja schon mitmachen, deswegen.
so ein paar Dialoge, ein bisschen Hintergrund, aber ich glaube wirklich, das war gerade optional, mit ihm zu reden. Naja. Egal, wir stören diese Gänsebahn durch die Gegend gänsen und werden mal versuchen, dass wir die Bestie langsam mal down kriegen. Die stört uns ja hier, seit wir hier schon sind. Und ja, das werden wir unterbinden. Wobei... Ja doch, nee, wir können das hier vorher machen. Wir haben ja immer noch diese eine Karte offen. Ich weiß gar nicht, ob wir... Wir wollen ja irgendwie mit Wein auftauchen. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich Wein brauchen. Wenn wir es tun, werden wir mal gucken, dass wir irgendwie bei diesem Bubenbesitzer da... In der Stadt irgendwie uns holen. In der Nacht. Das ist langweilig. Okay. Also Kinderreime gibt es nicht mehr. Offenbar war die Pest zu Besuch. Ja. Oder die Bargaste. Die sind ja auch irgendwie so ein leichte Todesursache hier in der Umgebung. So, genau, dieses Haus hast du. So, wir haben die weiße Myrte. Das sollte funktionieren. Hallo, Abigail. Wie geht's dir? Was wollt ihr? Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten. Sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links. Spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. Was zu Ende zu bringen? Kommt später wieder, ich habe zu tun. Okay. Dann können wir uns jetzt eigentlich um die Karte kümmern. Wenn wir hier sowieso irgendwo warten müssen. Ja, ein bisschen Hin- und Hergerenne hier, aber ich würde sagen, weiteres Hin- und Hergerenne gibt es dann erst in der nächsten Folge. Und dann haben wir bald hoffentlich ein neues Gebiet, durch das wir rennen können. Hey, bis dahin, Leute. Ciao.